Seid gegrüßt, meine verehrten Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget am Wochenende. Heute ist natürlich ein besonderer Anlass, denn Shakes and Fidget feiert seinen 4. Geburtstag und wir gratulieren natürlich alle. Und natürlich hat Shakes and Fidget auch was Besonderes an diesem Wochenende vorbereitet, wenn wir mal einen Blick in die Taverne werfen, die heute mal besonders voll ist. Dann kann man hier oben sehen, 4 Years, 4 Events. Das bedeutet, Shakes and Fidget schenkt uns an den Event sowohl das Pilz-Event, hier unten sieht man das Maskottchen dafür. Dann hier oben fliegt dieser Meister Wahrsager oder was das sein soll. Der steht ja für das XP-Event. Dann haben wir hier unten rechts mit der coolen Rüstung den alten Mann, der das Epic-Event symbolisiert. Und hier oben natürlich über dem Wirt hängt das Banner für das Gold-Event. Alle 4 Events am selben Wochenende, das ist doch ein Wunsch aller Shakes and Fidget-Spieler. Und ja, zur Feier des 4. Geburtstages wurde das jetzt verwirklicht. Und ja, hier dieser Haufen Bücher mit dem Uhu da drauf. Ich denke mal, das sollen irgendwie Geschenke sein. Wer weiß. Auf jeden Fall hammergeil. Wir haben jetzt 4 Events auf einmal. Mehr Gold, mehr XP, mehr Chance auf Epics und mehr Chance auf Pilze bei den Quests. Gut, dann werfen wir doch mal direkt einen Blick in die Läden. Gestern habe ich übrigens versucht, bei allen, wo es geht, 300 Alu zu spielen. Habe es auch eigentlich bei den meisten geschafft. Ich glaube, bis auf S23, da fehlten mir die Pilze noch. Aber halb so schlimm. So viel geschafft, wie ging. Heute versuche ich das Gleiche mit den restlichen Pilzen oder die Pilze, die noch dazukommen. Auch noch so viel Alu wie möglich zu machen. Und ja, sieh eine an. Hier haben wir ein Epic. Einen geringelten Ring, der von den Werten her von jedem Attribut 12 mehr hat, aber dennoch 15 Pilze kostet. Ich habe gerade mal nur noch 4, also muss ich leider darauf verzichten. Hier haben wir eine Stärkewaffe, die werden wir mal noch behalten, weil sie eigentlich von der Spanne her gut ist, falls wir mal jetzt wieder einen Stärkegegner im Dungeon haben. Aber wir kaufen hier mal einfach die Handschuhe und werfen die ins Klo, damit wir Aura 20 endlich mal näher kommen. So, und dann starten wir auch direkt mal eine Quest. Ich werde natürlich weiterhin auf XP gehen. Das Gold geht natürlich dann auch so mit. Dann nehmen wir doch hier mal die Quests und wechseln mal auf Server 20. Aber davor gehen wir nochmal in die Gilde. Haben wir noch Verteidigen, Post ist auch soweit alles im grünen Bereich. Tower, was macht der Tower? Da sind wir bei Alice im Wunderland oder so, soll das glaube ich sein. Die hat aber einen komischen Mund, naja, egal. Verwunderte Alice, die schaffen wir leider nicht, aber sei es drum. Nächster Server, Server 20. Auch hier so viel Alu wie möglich gemacht. Und hier haben wir mal wieder einen Ausdauertrank. Den ziehen wir uns natürlich rein. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir einfach so ins Klo schmeißen können. Zack, rein damit. Gilde gegen Vampire's Cave. Damals, wo schon ein Dungeon los war, waren das sehr oft unsere Gegner. Jetzt haben wir sie wieder und haben auch besiegt. Ja, gucken wir mal hier auch im Tower, wie es da aussieht. Ja, hier sind wir noch beim Zündhölzchen. Aber die wird dann irgendwann auch mal fallen. So, dann gucken wir hier auch mal in Quests. Haben wir auch 1,65 Millionen. Läuft auf jeden Fall. Server 21 meine ich. Hier haben wir auch einen Ausdauertrank. Hier hatte ich übrigens gestern 2 Epics. Also einmal im Waffenladen hatten wir diesen Piratenhut, alle Attribute. Und hier unten hatten wir den Ring. Also der Ring, der 3 Attribute hat. Aber beides für Pilze.
Deswegen leider auch hier nicht so viel Glück, aber wir hatten dann hier noch einen Schlüsselanhänger, den hier haben wir dann im Quest in der Taverne be bekommen. Aber Stadtwache müssen wir abholen. Den werden wir jetzt nochmal durchs Klo pfeffern. So. Und dann haben wir das auch gemacht. So, Gilde, Gilde, Gilde. Die zwei, ja, gegen 253er kaum eine Chance. Aber egal. Ja, hier läuft alles auch soweit ganz gut. Müssen wir mal gucken, dass wir bald wieder ein Raid machen. Tränke habe ich ja gerade ganz gut dafür. Schauen wir mal, ob wir die nächsten Tage noch ein Raid machen. Hier können wir auch mal Quests starten. Hier haben wir auch mal wieder 1 Million Quests dabei. Und ja, dann gehen wir nochmal auf Server 23. Hier haben wir auch noch die Stadtwache abzuholen. Ein Lebenstrank lässt sich auch mal wieder zeigen, leider nur für Pilze. Hier werden wir dann auch was Normales ins Klo werfen und Aura 10 haben wir dann auch bald erreicht. Ja, hier sieht auch alles gut aus. Gilde gegen Hazeltown. Schade, auch verloren. Aber hier werden wir einen Raid starten. Gegen den Drachenbau. Bin ja mal gespannt, ob wir den schaffen. Dungeon, Dungeon. Ja, ich denke mal, hier werden wir auch erstmal noch keinen Dungeon legen. Nö. Naja, egal. It doesn't matter. Kommt schon noch und hier Arena. Haben wir und 80% im Sammelalbum. Da geht es auch so Stück für Stück aufwärts. Im Sammelalbum kann es ja nur aufwärts gehen, nicht abwärts, zum Glück. Ja, nochmal eine kurze Mitteilung, dass ich jetzt die kommende Woche leider nicht da bin. Da bin ich auf Klassenfahrt in Paris. Ich hoffe, dass mein Sitter, der bisher immer noch gute Arbeit ge geleistet hat, mich dann noch weiter sitten wird. Und dann gucken wir dann, dass ich nächstes Wochenende, wenn ich wieder da bin, vielleicht auch noch eine Folge bringe. Dann weiß ich jetzt gar nicht, was für ein Event da ansteht. Ob das wieder von vorne anfängt. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall gucke ich dann, dass ich nächstes Wochenende wieder eine Folge bringe. Ob es da Neuigkeiten gibt, werdet ihr dann erfahren. Und somit wünsche ich euch noch viel Spaß am Geburtstag vom Shakes and Fidget. Nutzt alle 4 Events. Gerade das Gold- und XP-Event. Ein paar Pilze noch dazu kriegen. Das bringt dann auch schon deutlich mehr, da auch 300 Alu zu spielen. Oder zumindest mehr als die 100 Alu. Und ja, vielleicht findet ihr auch noch das eine oder andere Epic, sowohl im Laden als auch im Quest. Dann wünsche ich noch viel Erfolg beim Leveln und ja, noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss.